Guten Morgen, meine... Guten Morgen, es ist schon 13 Uhr. Sorry, also hallo meine Lieben. Heute nehme ich euch ein bisschen wieder mit durch unseren Tag, unsere kleine Baustelle, die ja schon langsam vorangeht. Die Gartenhütte draußen ist fertig, sie ist wirklich komplett fertig. Der Papa richtet sie aktuell gerade ein, also es werden Regale gerade montiert und die Fahrräder raufgebracht und seine ganzen Sachen, also seine Werkzeuge. Ich habe mir überlegt, dass wir uns so, damit er nicht mehr so ein Chaos ist, also Chaos-System wegzuschaffen. Der Papa ist nämlich der Typ, wenn er zum Beispiel jetzt irgendwas braucht, ne, ein Werkzeug, dann geht er zu seinen Werkzeugen, kramt überall rum, sucht überall rum und verwurstelt alles, ja. Das heißt, beim nächsten Mal findet er nichts mehr. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir so Plastikkisten kaufen, die eventuell beschriften und da steht dann, weiß ich nicht, Schraubzieher, Hammer, Nägel, Schrauben, was auch immer drauf. Oder sie sind durchsichtig und er kann direkt reinschauen und dass er das halt wieder dorthin räumt oder was auch immer. Dass er jetzt nicht mehr so ein Chaos ist, dass er sich selber gern dort aufhält, dass er gerne dort Ordnung hält, einfach ein bisschen, um ja Überblick drin zu behalten. Ich sitze aktuell an meinem Laptop und versuche gerade ein Video zu schneiden. Ich sage versuche, weil ich gerade von Final Cut auf Adobe Premiere umsteige, was ein bisschen schwierig ist, weil man sich schon an so ein Programm gewöhnt. Also viele, die auch selber Videos schneiden oder schon mal ein Video geschnitten haben. Also ich zumindest, ich bin so eine, die arbeitet gerne mit der Tastatur, Shortcuts. Also ich arbeite auch bei meinen grafischen Sachen so. Und deswegen... Hast du draußen gelassen? Ich habe das draußen gelassen, weil das ist dann mal gedacht, dass wir das bei dir reingeben können in die Gartenhütte. Okay. Was ist das? Das ist Deko für Halloween. Papa hat mich jetzt unterbrochen. Also wegen meinen Videoschneiddings. Man gewöhnt sich halt so an gewisse Einstellungen oder an gewisse Sachen und dann ist es halt irgendwie schwer, weil da muss man sich jetzt wieder umstellen auf ein neues Programm. Aber sollte schnell klappen. Ich bin da eigentlich doch ziemlich schnell da drin. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen mal raus und ich zeige euch die Gartenhütte. Ich glaube, ihr seid sicher gespannt, wie das jetzt mittlerweile ausschaut. Und dann gehen wir auch ein bisschen runter gucken, was sich da schon verändert hat. So schaut es aktuell vor unserer Eingangstür aus. Ich meine, bitte, das ist richtig floddermäßig, aber was sollen wir machen? Das sind einfach Sachen, die bei uns hier in diesen Vorratsräumchen waren. Und wo sollen wir das da mal hinräumen deswegen? Alles hier schön draußen hergestellt. Wunderbar, oder? Ganz schön. Einfach irgendwas. Die Plastiksäcke sind da. Und hier einfach so der Heuballen von Papa. Und einfach Sachen, die auch entsorgt werden müssen, wie zum Beispiel der alte Polster. Und so weiter. Sachen, die dann auch wieder reingeräumt werden müssen. Spielsachen und irgendwelches Zeug. Ja, jetzt in den Garten. Situation Garten schaut aktuell so aus. Das ist das ganze Holz, das der Baba von den Wänden gerissen hat. Da drüben, seht ihr diesen schönen Haufen hier, den da? Den müssen wir zum Sammelstelle bringen, also zum Müll. Ja. Hier geht's weiter. Oh mein Gott. Das ist das letzte Überbleibsel von der Gartenhütte, vom ganzen Zuschnitt und weiß ich nicht was. Und das ist die fertige Gartenhütte. Das Brett muss nur noch weg. Und dieses Zeug da. Aber ja, wie ihr seht, schon ziemlich schön aus, ne? Also ja, was soll ich sagen? Es ist einfach bezaubernd. Aber ich zeige euch mal die Gartenhütte, die richtig gerammelt voll mittlerweile schon ist. Also die ganzen Fahrräder sind hier. Dann sind hier überall Regale. Das sind einfach so Restchen, die wir noch im Garten, im Keller hatten. Sind einfach dahergekommen. Das sind meine Versandtaschen, in denen ich die Pakete zu euch rausschicke. Dann unsere Dachbox. Ja, und da überall, wie ihr seht, sind jetzt halt diese Regale. Der Papa hat jetzt aber nur alles irgendwie reingeschmissen, weil jetzt einfach keine Zeit dafür ist, das einzuräumen. Und ich ja gesagt habe, dass wir so Plastikkisten kaufen wollen, damit er überall gut sehen kann, was drinnen ist, gut rankommt. Und ja, ich glaube, das ist halt gut Platz für seine ganzen Sachen, Werkzeuge. Ja, das sind die Autoreifen. Ich glaube, ein paar fehlen noch, weil wir haben 8 Autoreifen. Also insgesamt 16, ne? Aber 18 hat montiert. Und hier ist noch Platz für den Rasenmäher und das war es dann schon. Also hier ist dann Ende im Gelände. Und ich zeige euch mal, wie die Situation unten im Untergeschoss ausschaut.
vor unserem Haus parkt nicht mein Auto. Nein, das ist hier. Hier drunter sind die ganzen Rigipsplatten, die wir schon gekauft haben, die auf die Wände rankommen und diese ganzen Alu-Dinger da, an denen man das Ganze ran befestigt. Die Leute, die schon mal Rigips montiert haben, kennen sich aus. Ja, auf jeden Fall sind wir hier gut ausgestattet. Und ja, gehen wir mal hinein in das Paradies. Also, ich meine, hier, es schaut schon mal echt gut aus. Also, der Vorraum ist ja ganz leer. Könnt ihr euch ja noch an den letzten Vlog erinnern, da war das ja noch hier voll. Das sind halt Sachen, die der Papa schon, ja, raufgetragen hat. Situation Badezimmer ist eigentlich gleich geblieben, außer dass mein Wäschekorb hier rammelvoll ist. Hier ist schon die Wandfarbe, die wir gekauft haben. Und die Fliesen, die müssen heute unbedingt raus aus Vorraum und Badezimmer, weil morgen wird unsere Baustoffmulde geholt. Deswegen ist hier schon Stemmmaschine. Ihr wisst Bescheid. Ja, und bald geht's los. Hier wird schon die Werkstatt aufgebaut mit den ganzen Werkzeugen. Ja, bin gespannt. Ja, und hier schaut es eigentlich immer noch fast unverändert aus. Also ein paar Sachen sind schon weg. Das ganze Holz muss heute raus. Es muss viel weg. Raus, 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 weg. Oh mein Gott, wir haben so viel Zeug. Schuhe und... Oh. Mein Baby ist bei mir. Hi. Luisa ist auch ein bisschen verkühlt. Luisa, komm zu Mama. Nein. Gib mir meinen Pussy, komm. Ja, ich bin hier am Kochen, meine Lieben. Ich mache hier gerade gefüllte Paprika. Also noch nicht ganz, aber ich koche schon mal den Reis. Möchte auch Bananenmuffins machen und Kürbiscremesuppe. Ja, mal gucken, wie das Ganze so wird, wenn ich da 3000 Sachen auf einmal mache. Aber das ist auf jeden Fall geplant. Und ja, ich koche auf jeden Fall jetzt zuerst mal den Reis. Schauen jetzt meine gefüllten Paprikas aus. Ich habe auch eine Kürbiscremesuppe gemacht, die habe ich nicht mehr mitgefilmt. Und schaut mal, im Backofen sind meine Muffins. Ja, und wir essen jetzt mal hier. Die gesamte Family ist beisammen. Plus eins. Und du, Baby, es ist ja deine Essen. Ja, bravo. Die ganze Mannschaft hat gegessen. Schaut euch mal dieses Schlachtfeld an, wie man sehen kann. Überall liegt was am Boden, weil Luisa natürlich auch Muffins gegessen hat. Geschirrspüler muss wieder ausgeräumt werden. Und ihr seht schon, was hier auf mich wartet. Aber ich habe jetzt eigentlich null Bock, das zu machen. Hey, meine Lieben, ich habe gestern nicht mehr weiter gevloggt. Heute ist schon nächster Morgen. Die Lara bleibt heute zu Hause, Luisa natürlich auch. Wäsche haben wir gestern noch gemacht am Abend. Deswegen habe ich gedacht, warum habe ich nicht mehr gevloggt? Achso. Ich habe die Luisa schlafen gelegt, dann habe ich versucht, mein Video zu schneiden, hat aber irgendwie nicht so ganz geklappt. Also ich bin schon gut vorangekommen, aber nicht fertig geworden. Ich habe euch ja gesagt, dass ich... Oder habe ich es euch gar nicht gesagt? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall steige ich ja gerade mit dem Schneiden vom Final Cut auf Adobe Premiere um. Und das muss ich noch so ein bisschen bei mir einspielen, dass ich dann schneller werde. Am Anfang ist man ein bisschen langsamer, bis man so alle Programme... Details halt kennt und ja, hat ein bisschen gedauert. Gestern bin ich fertig geworden, aber heute kommt ein Video, also Montag. Sorry für die Leute, die jetzt schon so lange kein Video mehr gesehen haben, aber wenn ihr das Video seht, dann ist das eh wieder schon Geschichte, weil dann habt ihr schon wieder Videos gesehen. Ich stehe gerade in der Küche, könnt ihr euch noch an gestern erinnern, da habe ich euch auch das gezeigt.
Ich habe gestern danach noch alles sauber gemacht, Geschirrspüler eingeräumt, eingeschalten. Aber bei uns geht sowas echt total schnell und dann boom, haben wir hier schon wieder eine ganze Waschmaschine voll. Der Vorraum schaut so immer noch so chaotisch aus. Ich hoffe, dass sich das bald alles wegräumt, weil diese Sachen, die müssen entweder ins Gartenhäuschen oder weggeschmissen werden. Ja, weil das ist einfach Sachen, die im Vorraum waren, also in diesem im Kellerbereich, im Dings da. Und wir werden viel entsorgen, weil viele Sachen sind auch schon so Verpackungsmaterial von irgendwas oder dies oder das, also unbrauchbare Sachen machen. Ja, egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde mich jetzt hier schnell um den Geschirrspüler und um die Küche hier allgemein kümmern. Und ja, dann melde ich mich später. Hey meine Lieben, ich habe zu Hause ein Teil, ich fand Spaß war. Ich habe noch einmal ein Video geschnitten und dann ist Micha von der Schule gekommen und wir sind hier schon gleich gefahren zum Zahnarzt, wie ihr vielleicht sehen könnt. Die Lara bekommt dort eine Mundhygiene, das ist eine professionelle Zahnreinigung. Und die Michelle bekommt heute ihren Gipsabdruck für die Zahnspange, weil sie hat hier zwei schiefe Zähne. Und ja, Luisa spielt. Sehr gut, mein Schatz. So, wir sind jetzt fertig beim Zahnarzt und wir müssen nämlich schnell noch schnell Leggings kaufen. Ja! Ja! Die Lisa schläft übrigens. Deswegen. Das ist zu Kuschelmaus. So, Michelle. Mädchen sind drüben, ja. Wir sind Babys. Haben wir auch so ein Baby? Nee, wir haben ja gar kein kleines Baby mehr, oder? Doch, so ein Baby. Komm, Lara. Das sind für kleine Mädchen, Michelle. Wir müssen rüber zu den Teenie-Mädels. Ich will auch aufprobieren. Ich will auch aufprobieren. Mhm. Ja, das ist cool. Fertig. So, meine Lieben, wir sind ja schon länger wieder zurück und die Luisa hat mir eine Kakawindel gebracht. Zeig mal! Zeig mal die Kakawindel! Zeig! Wo ist die Kaka? Hat sie Kaka gemacht? Nein, sie hat diese Babyboard. Zeig mal die Kakawindel! Ach so. Zeig mal! Was Kaka? Ist das? Was ist das? Kaka? Die Kaka? Hast du das gemacht? Hey, Jadzi, komm her. Wer hat diese Kaka gemacht? Ja. Du? Das ist kein Filter, Baby. Wenn die Luisa Eis will, wie macht die Luisa? Wie geht Eis? Ha? Wenn die Luisa ein Eis will, dann sagt sie so, ja. Eis. Zuckerbärchen. Ja, wir sind auf jeden Fall wieder zurück vom Zahnarzt, ein bisschen shoppen. Und ich mache jetzt eine Hühnerkraftbrühe für den Papa. Hier ist ein ganzes Huhn drinnen und hier ist das Suppengrün, welches ich gerade schon geschält und gereinigt habe, also geputzt habe. Und ich werde es jetzt zubereiten. Und mich auch vom Vlog verabschieden, meine Lieben, weil es ist eh schon viel zu lang, glaube ich, zwei Vlogs in einem. Ja, das hat man ja schon lange nicht mehr. Und da ich ja gestern nicht Tschüss gesagt habe, habe ich mir gedacht, nehme ich euch heute wieder ein bisschen mit. So, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen, meine Lieben, und wir sehen uns.